Hallo, liebe Bocholterinnen und Bocholter aus meinem virtuellen Wohnzimmer. Zum Wohnzimmerblog heute etwas monothematisch. Wir berichten über Tag 1 nach den Corona-Ausschlüssen, sprich vom ersten Tag der Öffnung der Läden in der Bocholter Innenstadt. Wir haben dazu einen kleinen Film gedreht. Ich spiele den mal eben ein und moderiere dann dazu. Moment. So. Ja, Punkt 9 Uhr ging es los. Da wurden die Geschäfte geöffnet. Manche Händler konnten es kaum erwarten. Es war so auch wirklich ein seltenes Ereignis. Die meisten hatten auch schon Desinfektionsmittel oder Masken zur Verfügung gestellt, um dann gewappnet zu sein. In der Stadt, das sind Bilder von ungefähr 3 Uhr nachmittags, war nicht allzu viel los. Aber das war auch gar nicht so gewollt, denn schließlich, wenn wieder alles brechend voll ist, dann droht auch wieder eine Sperre. Einige Händler haben wir gefragt und die Antworten waren zum Teil überraschend. Hier haben Kloms. Ich war zufrieden heute Morgen. Einige Kunden, die lange nicht mehr kaufen konnten, waren da. Also ich habe gut verkauft heute Morgen. Auch bei Cinque war man eigentlich recht zufrieden mit dem ersten Tag. Ja, wir haben uns erstens mal gefreut, dass wir wieder einen geregelten Arbeitstag haben und auch arbeiten durften. Und wir haben auch zahlende Kunden gehabt, also darf man nicht anders sagen. War gut, schön, wieder im normalen Leben zu sein. Im jetzt normalen Leben. Das wird ja nicht mehr so sein wie früher, aber doch wieder ein bisschen normal. Ja. Dann waren wir noch bei Purzelbaum. Das ist so schön, endlich mal wieder hier zu stehen und mit den Leuten zu sprechen. Gut. Es war jetzt nicht die Hölle los, aber sind immer wieder welche da und alle freuen sich genauso wie wir. Und beim Juwelier Herr Meier. Ja, ich war überrascht, wie viele Leute noch mit Batterien kamen, weil die Uhren sind doch stehen geblieben. Und der Abverkauf von Neuwaren ist natürlich etwas geringer. Aber ich bin sehr angenehm. Ich habe mir vorstellen können, dass die Leute uns den Laden stürmen. Ich habe mir auch vorstellen können, dass die Leute gar nicht kommen. Insofern bin ich angenehm überrascht. Im Schuhhaus Rekers waren auch alle froh, endlich wieder arbeiten zu können. Ach, ist ganz nett. Meine Mitarbeiterinnen, die freuen sich, dass sie wieder kommen dürfen und ist ein bisschen Abwechslung. Und ein bisschen Betrieb ist auch. Ist jetzt noch nicht so, dass jetzt der große Durchbruch da ist, aber die Leute haben einfach Spaß. Und bis der Nachholbedarf ist, dann auch wohl da. Ja. Einige durften überhaupt nicht öffnen, wie zum Beispiel der Nähkasten oder auch Fisser. Die waren einfach zu groß, größer als 800 Quadratmeter. Andere öffneten neu, wie der Papiermarkt. Ja, nicht ganz zufrieden war man bei Hafke. Wir haben mit mehr gerechnet. Wir haben einen entsprechenden Warenstau, deshalb versuchen wir auch mit entsprechenden Rabatten von diesem Warenstau runterzukommen, dass wir, da wir 4 Wochen überhaupt keinen Umsatz gemacht haben, entsprechend jetzt innerhalb kürzester Zeit wieder liquide werden, um die neuen Rechnungen entsprechend wieder bezahlen zu können. Es ist schade, dass die Mitbewerber nicht alle an einem Strang ziehen und wenigstens ihre Geschäfte öffnen, die gesamte Zeit, wenn sie öffnen könnten. Es sind einige Geschäfte leider schon ab 16 Uhr wieder geschlossen. Dann weiß der Kunde im Anschluss nicht, ob es sich lohnt, in die Stadt zu gehen, ob die Geschäfte entsprechend aufhaben oder nicht. Ja, insgesamt muss man sagen, war der erste Tag nicht schlecht. Auch das Wetter spielte mit, es war herrlicher Sonnenschein. Aber es war natürlich auch noch ein bisschen leer. Insgeheim hatte aber auch keiner irgendwas anderes erwartet. Ja, das war unsere Kurzübersicht des ersten Tages, sozusagen nach Corona. Ich glaube, es war insgesamt positiv und so hoffen wir auch, dass es weitergeht. Morgen kümmern wir uns dann wieder um breitere Themen, heute etwas monothematisch und zum Schluss wie immer das Wetter, Sonne, 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 was will man mehr. Einen schönen Abend noch, bis morgen, alles Gute und bleibt gesund.